Hallo Liesen, ich möchte euch heute ein Buch vorstellen, das ich sehr ungewöhnlich und sehr, sehr, sehr schön fand. Und zwar geht es um das unerhörte Leben des Alex Woods oder warum das Universum keinen Plan hat von Gavin Extance. Das ist sein Debütroman und ich muss wirklich sagen, ich fand ihn großartig. Also ich bin eigentlich damals darauf aufmerksam geworden auf der Buchmesse, da ist mir dieses Buch irgendwie das erste Mal begegnet und ich bin irgendwie direkt am Cover hängen geblieben. Weil ich das irgendwie total schön fand. Ich finde diese Illustration total toll. Natürlich auch diese Farbe, dann weiß ich nicht, dieses Blau-Weiß-Schwarz mit diesem ja orangenen ja, Komet. Also da wusste ich noch nicht, dass es wahrscheinlich ein Komet sein soll, aber jetzt weiß ich's. Und ja, eigentlich hat mich erstmal das Cover total angesprochen gehabt und die Geschichte hinten auf dem Einband durchblickt man eigentlich erstmal gar nicht so richtig. Man weiß erstmal nicht so richtig, worum es geht. Und dann gab es das Buch quasi bei Blog Dein Buch und da habe ich mich darauf beworben, weil ich es eben schon kannte und weil es sowieso auf meiner Wunschliste stand und ich wurde glücklicherweise ausgewählt und durfte es lesen. Es ist übrigens erschienen im Limes Verlag und es kostet knapp 20 Euro, meine ich. Also es ist eine gebundene Version. Das Tolle ist, dass es hier auch ein Lesebändchen gibt, was ich sehr, sehr praktisch finde hier in Gelb. Weil ich nämlich ständig meine Lesezeichen verliere und verlege und Lesebändchen ist großartig und das haben auch selten gebundene Bücher. Was ich sehr schade finde. Ja, jedenfalls die gebundene Version knapp 20 Euro, aber es gibt einen Schutzumschlag und ein Lesebändchen. Von daher ist das ein Preis, der okay ist, denke ich. Ja, und das Buch ist eben auch super schön verziert und illustriert. Also nicht nur hier das Cover, sondern das Buch hat auch innen wirklich richtig schöne, ich mache mal kurz den Umschlag ab, hat auch innen drin richtig schöne, detailreiche Illustrationen. Also hier, das ist quasi die erste Seite, die sind gelb gehalten mit solchen, ja, Häusern, die die Kleinstadt so ein bisschen nachbilden und ich mag auch total diese Schrift, die ist so ein bisschen, ja nicht schnörkelig, aber sieht so ein bisschen trotzdem aus wie handgeschrieben und ja, dann ist hier auf jedem, immer wenn ein neues Kapitel anfängt, sind hier oben halt so Vögel, die auf Stromleitungen sitzen, was halt auch total süß aussieht. Und ja, es ist einfach total schön illustriert und was ja auch sehr toll ist, dass einfach immer die Erzählweise wechselt. Also mal ist das ganz normal erzählt, also wenn Alex quasi sich zurückerinnert und das so erzählt, dann gibt es Dialoge, dann gibt es aber auch so E-Mails sozusagen, die geschrieben sind, wartet mal. Genau, dann gibt es hier solche Abschnitte, die sind halt geschrieben wie E-Mails, also oben so mit Betreff und allem und dann halt so in E-Mail-Form. Und dann gibt es halt auch so Parts, die sind so handgeschrieben. Was ich auch wirklich richtig schön finde, halt auch von der Illustration, weil das dann halt wirklich aussieht wie handgeschrieben. Also hier seht ihr das nochmal, das ist dann quasi so eine Handschrift und das wechselt halt im Buch ständig. Also es wird einfach nie langweilig, weil entweder man hat eine normale Erzählweise, man hat Dialoge, man hat E-Mails, man hat dann diese Handschrift und das ist einfach total cool. Da ist quasi so ein kompletter Brief drin in Handschrift und das finde ich einfach so toll an dem Buch, dass es halt immer wechselt irgendwie zwischen verschiedenen Erzählformen. Hier seht ihr das nochmal mit dieser E-Mail-Form, also hier oben, wie gesagt, so Betreff und Kopfzeile und dann geht es hier halt los mit der E-Mail. Hier nochmal diese Illustration ein bisschen näher quasi, diese kleine Stadt, die da nachgebildet ist und halt hier nochmal die Details mit diesen Vögelchen, die auf den Stromleitungen sitzen. Ja, das Buch ist einfach so detailverliebt und da sind halt so schöne ja, Illustrationen und so weiter drin und so viele kleine Dinge, die das Buch so abwechslungsreich machen und das finde ich halt auch ganz toll. Ja, zur Geschichte. Worum geht's hier? Es ist, wie gesagt, der Debütroman von Gavin Extance und es liest sich fast ein bisschen wie eine Autobiografie. Ich weiß nicht, wie viel davon wirklich autobiografisch ist, aber auf jeden Fall erzählt der Protagonist, nämlich Alex Woods, das Ganze autobiografisch. Das Buch beginnt damit, dass ein junger Mann, 17 Jahre alt, Alex Woods, um den es hier geht, der Protagonist, in Dover aufgegriffen wird in einem Auto. Neben ihm steht eine Urne mit Asche und im Handschuhfach findet sich eine ganze Stange Geld und ganz schön viel Cannabis, also Marihuana. Ja, so beginnt die Geschichte. Man weiß als Leser erstmal gar nicht so richtig, was ist jetzt hier los, worum geht's eigentlich? Man erfährt, dass Alex Epileptiker ist. Und dann beginnt er quasi die Geschichte rückwirkend und rückblickend zu erzählen. Am Anfang hat mich das ein kleines bisschen verwirrt und ich habe ein bisschen gebraucht, um reinzukommen und zu verstehen, wie jetzt die Erzählweise ist. Aber also wenn man da erstmal reinkommt, ist es wirklich großartig. Also die Geschichte beginnt quasi damit, dass Alex 17 ist und also quasi beginnt die Geschichte eigentlich mit dem Ende des Buches. Also das erste Kapitel ist eigentlich im Grunde das Ende des Buches, was vorgezogen wurde. Damit beginnt die Geschichte und dann wird das Ganze rückblickend erzählt. Und Alex Woods erzählt die Geschichte quasi aus seiner Perspektive, aus seiner Sicht und erklärt dann erstmal dem Leser,
wie alles begonnen hat. Und ja, es gibt noch einen anderen Hauptprotagonisten, und zwar ist das der Mr. Patterson, den Alex im Laufe dieser Geschichte kennenlernt. Und ja, aus dieser Begegnung entsteht eine sehr große, dicke Freundschaft. Und es ist halt so, dass Alex ein sehr, sehr ungewöhnlicher Junge ist. Man schließt ihn aber auch irgendwie sofort ins Herz. Es ist so, dass er im Alter von 10 Jahren von einem Meteoriten getroffen wurde und ja, dadurch einige Zeit im Koma lag und ja, Epilepsie davongetragen hat sozusagen. Außerdem ist seine Mutter ja Wahrsagerin, also sie hat so ein Okkultgeschäft mit Tarotkarten, mit Glaskugeln, mit allem so ein Schnickschnack, halt so Astrologie und sowas. Und deswegen wird Alex auch mal ein bisschen belächelt, und seit diesem Meteoriteneinschlag-Treffer interessiert er sich auch total für Physik, für Astronomie und alles, was so dazugehört. Und man kann sich vielleicht vorstellen, dass so eine Art von Junge gerade in der Schule ja, ausgelacht wird, dass er nicht akzeptiert wird, dass er für komisch gehalten wird, eben weil er Epileptiker ist. Er wurde auch ganz, ganz lange zu Hause unterrichtet, weil er zum Beispiel ein ganzes Jahr gar nicht aus dem Haus gehen konnte, ohne diese epileptischen Anfälle zu bekommen. Vielleicht kennt ihr das. Dinge, vor denen man Angst hat, treten dann umso doller ein, umso mehr man versucht, sich davon abzulenken. Also ich kenne das selber von mir, wenn ich halt versuche, an irgendwas ganz, ganz, ganz doll nicht zu denken, umso mehr tritt es irgendwie in mein Gedächtnis und umso mehr ereignet sich das dann auch. Und so ging es ihm halt auch, sodass er halt ganz lange Zeit zu Hause eingepfercht war sozusagen und dadurch auch angefangen hat zu lesen, viel, viel, viel zu lesen, sich selbst zu bilden. Und er ist wirklich schon mit 10, 11 ein unglaublich kluger, wissbegieriger Junge. Das war auch am Anfang ein bisschen verwirrend im Buch, weil teilweise da so Begriffe benutzt wurden, wo man sich denkt, weiß ein 10- oder 11-Jähriger, was das ist? Aber Alex ist einfach wirklich so wissbegierig und saugt das alles so in sich ein, aber er ist halt auch gleichzeitig so arglos und so ein bisschen, ja, so naiv und so liebenswürdig, dass man ihn einfach sofort in sein Herz schließt. Und so ging es mir zumindest. Es ist wirklich so ein toller Charakter. Und ja, es ist halt wirklich so, dass er halt in der Schule nicht akzeptiert wird, dass man in diesem Buch auch mitbekommt, wie grausam Kinder eigentlich sein können. Das Ganze ist aber in dem ganzen Buch, was ich toll finde, ist einfach dieser Schreibstil. Das Ganze ist in dem Buch sehr ironisch, teilweise sarkastisch verpackt, sehr humorvoll verpackt. Und deswegen, ja, hat das immer gar nicht den Anschein, so schlimm zu sein, obwohl es eigentlich sehr, sehr schlimm ist. Und ja, durch einen dummen Zufall sozusagen, was eigentlich wieder mit einer Hänselei seiner Klassenkameraden zu tun hat, begegnet er dem Mr. Patterson, einem älteren Mann, der alleine lebt, dessen Frau verstorben ist und bei dem er dann sozusagen Strafarbeiten ja, absolvieren muss, weil seine Mutter ihn dazu drängt, durch diesen Vorfall, der da eben passiert ist. Und diese Strafarbeiten nehmen aber irgendwie nie ein Ende, weil die beiden sich eigentlich ganz gut leiden können und gut miteinander auskommen. Und ja, es entsteht dadurch eine Freundschaft, ja, die sich durch das ganze Buch trägt sozusagen. Und diese Gespräche zwischen Alex und Mr. Patterson sind einfach so erfrischend, sind so humorvoll. Die beiden ja, diskutieren, sind so streitlustig. Der Mr. Patterson ist einfach so ein knatziger, älterer Typ, der im Vietnamkrieg war und sich auch schon einiges mitgemacht hat. Wie gesagt, er hat doch seine Frau verloren und er ist halt wirklich so ein bisschen, ja, sehr sarkastisch, sehr zynisch, aber Alex geht einfach mit ihm, wie gesagt, so arglos um und die beiden verwickeln sich da teilweise wirklich in sehr humorvolle, sehr lustige Diskussionen, wo ich euch auch eine Stelle rausgesucht habe. Also ich habe euch im Grunde 2 bzw. 3 Stellen rausgesucht, die ich euch gleich vorlesen möchte. Und ja, es entwickelt sich halt eine sehr, sehr starke Freundschaft, die dann am Ende des Buches zu einer sehr dramatischen Geschichte führt sozusagen, eingebettet in diesen humorvollen Roman, der aber wirklich sehr viel Tiefgang hat und der mit einem Thema umgeht, das ja in Büchern sehr schwierig thematisiert werden kann. Ich möchte euch jetzt allerdings erstmal die 2 Stellen vorlesen, und zwar habe ich die erste Stelle rausgesucht. Da bekommt man so ziemlich mit, was Alex so alles mitmachen musste als Junge, der, wie gesagt, wissbegierig ist, der gerne lernt, der sich für Mathe, Naturwissenschaften interessiert. Vielleicht kennt ihr das noch aus eurer Schulzeit. Ich glaube, so jemanden gibt es wahrscheinlich in jeder Klasse, der halt total ausgestoßen wird, nur weil er sich für Dinge interessiert, die halt als unnormal erscheinen. Und da habe ich halt eine Stelle rausgesucht, die das sehr verdeutlicht und die gleichzeitig witzig, aber auch im Grunde unglaublich traurig ist, wenn man darüber
irgendwie mal nachdenkt. Und zwar heißt das Kapitel Willkommen im Affenhaus. Falls Sie es nicht wissen, in der Mittelstufe, besonders am Anfang, wird Vielfalt nicht geschätzt. In der Mittelstufe ist anders zu sein das schlimmste Verbrechen, das man begehen kann. Eigentlich ist anders zu sein in der Mittelstufe das einzige Verbrechen, das man begehen kann. Die meisten Dinge, die von der UN als Verbrechen betrachtet werden, sind in der Mittelstufe durchaus akzeptiert. Grausam zu sein ist in Ordnung, brutal zu sein ist in Ordnung, widerlich zu sein ist in Ordnung, oberflächlich zu sein ist besonders in Ordnung, Gewaltausbrüche sind in Ordnung, an der Demütigung andere Gefallen zu finden, ist in Ordnung. Jemandes Kopf in eine Toilettenschüssel zu drücken, ist in Ordnung. Und je schwächer das Opfer und je dreckiger die Toilette, umso besser. Nichts davon wird den sozialen Status beeinträchtigen. Aber anders zu sein, das ist unverzeihlich. Anders zu sein ist die Überholspur in die Welt der Parias. Ein Paria ist jemand, der von der Gesellschaft ausgeschlossen wird. Und wenn das jemand weiß, der gerade einmal 12 Jahre ist, ist er wohl in der Welt der Parias angekommen. Anders zu sein klingt wie eine ganz simple Angelegenheit, ist aber in Wahrheit ziemlich komplex. Erstens gibt es einige Arten von Andersartigkeit. Wenige ausgewählte, die akzeptiert werden und nicht dazu führen, dass mit Schlamm und Steinen nach einem geworfen wird. Wenn man etwas anders ist, weil die Familie ungewöhnlich reich ist, solange es die richtige Art Reichtum ist, und 3 Autos hat, in Klammern die richtigen Autos, dann kommt man wahrscheinlich ungeschoren davon. Zweitens gibt es verschiedene Kombinationen von Andersartigkeit, bei der die eine die andere aufwiegt. Wenn man etwa zu 99% dumm ist, aber dafür eine außergewöhnlich gute Hand-Auge- oder Fuß-Auge-Koordination besitzt, also außergewöhnlich gut im Sport ist, dann hat man definitiv nichts zu befürchten. Ein Verbrechen wird das Anderssein dann, wenn man bedrohlich anders ist. Und diese Form des Andersseins kann in verschiedene Unterverbrechen aufgeteilt werden. Erstens, arm zu sein. Das ist das schlimmste Verbrechen, das man begehen kann. Aber auch das ist nicht so einfach, wie es klingt. Arm zu sein heißt eigentlich nur, nicht die richtigen Sachen zu besitzen. Nike-Turnschuhe, eine angemessene Menge Taschengeld, eine Playstation oder Xbox, ein Mobiltelefon, ein Flachbildfernseher und einen Computer im eigenen Schlafzimmer und so weiter. Es spielt keine Rolle, ob man diese Dinge aus anderen Gründen als aus finanziellem Unvermögen nicht besitzt. Man ist trotzdem arm. Zweitens, körperlich anders zu sein. Zu klein, zu schlaksig, zu pickelig, schiefe Zähne, eine Zahnspange in Klammern um die schiefen Zähne zu begradigen. Zu dünn, zu dick, in Klammern ist gleich sehr fett. Zu haarig, nicht haarig genug, unbeschreiblich hässlich, Tendenz zum Stottern, Kieksstimme, unzumutbarer Akzent, unzumutbarer Geruch, ungelenker Körper oder ungleichmäßige Gesichtszüge, schielen, hervorquellende Augen, hängende Augenlider, Kurzsichtigkeit, hässliche Brille, Beulen, Blasen oder Biberzähne, Sommersprossen am ganzen Körper, große auffällige Warzen, unpassende Hautfarbe oder Färbung, Kränklichkeit oder Behinderung, kräftige Knochen, rote Haare. Drittens, geistig anders zu sein. Zu klug, zu dumm, zu streberhaft, ein Bücherwurm, ein Klugscheißer, komische Hobbys und Interessen, einfach seltsam, falscher Sinn für Humor. Viertens, uncoole Freunde oder Verwandte zu haben. Sich mit den Leuten abzugeben, die oben und unten genannte Verbrechen begangen haben, ist ebenfalls ein Verbrechen. Selbst wenn sie bloß im gleichen Haus wohnen und man keine andere Wahl hat. Eltern zu haben, die einem nicht alles erlauben, was man tun sollte, um angesagt zu sein, ist ebenfalls kriminell. Fünftens, schwul zu sein. Das hat überraschend wenig damit zu tun, was für ein Sexleben man führt oder führen möchte. Schwul zu sein ist mehr eine Geisteshaltung, nicht so sehr ein körperlicher Zustand. Man könnte es beinahe als Unterkategorie der Verbrechen Nummer 2 und Nummer 3 bezeichnen. Aber andererseits geht es auch über diese beiden Kategorien hinaus. Und weil es ziemlich häufig als Anklagepunkt genannt wird, verdient es eine eigene Kategorie. Die beste Art zu erklären, was schwul zu sein bedeutet, ist ein paar schwule Dinge aufzuzählen. Wenn man ein Junge ist, ist jede zur Schaustellung von Empfindsamkeit schwul. Wein ist super schwul. Lesen ist in der Regel schwul. Bestimmte Lieder und bestimmte Musikarten sind schwul. Enola Gay würde garantiert als schwul gelten. Liebeslieder sind schwul. Liebe an sich ist unglaublich schwul. Genauso wie jedes von Herzen kommende Gefühl. Singen ist schwul, johlen ist es nicht. Wix-Wettbewerbe sind nicht schwul. Genauso wenig wie das rein männliche Kuscheln während besonderer Anlässe, etwa beim Fußballspielen oder beim Bad in der Menge. In Klammern, ich habe diese Regeln für das Schwulsein nicht erfunden, ich zähle sie bloß auf. Mädchen können auch schwul sein, aber für sie ist es schwieriger. Und Mädchen beschimpfen sich nicht gegenseitig als schwul, so wie Jungen es tun. Wenn ein Mädchen schwul ist,
wird sie Lesbe genannt. Merkmale einer Lesbe sind üblicherweise ein grobschlächtiger Körper, fettige Haare oder flache Schuhe. In der Regel muss man ein paar dieser Verbrechen begehen oder ein sehr ernstes Verbrechen aus einer anderen Kategorie, um einen dauerhaften Wohnsitz in der Welt der Parias zu ergattern. Aber wie Sie sich vielleicht denken können, habe ich mich in allen Kategorien kriminell betätigt. Die meisten meiner Eigenschaften und alles, was ich mochte, waren super schwul. Ich muss wohl nicht betonen, dass die frühen Jahre in der Mittelstufe keine glückliche Zeit für mich waren. Ja, also ich finde, also ich hoffe, das stört euch nicht, dass ich euch so ein bisschen was aus dem Buch vorlese, denn ich finde, es ist wichtig oder ich finde, es ist ganz hilfreich, wenn man so einen kleinen Einblick in das Buch bekommt, um vielleicht selber für sich entscheiden zu können, ob der Stil einem gefällt und ob man sich das Buch kaufen will. Denn ich meine, wenn ich euch nur sage, ja, es ist ein tolles Buch, kauft es euch, das bringt euch ja am Ende auch nicht so viel. Und wenn ihr da halt so ein bisschen was zu hören bekommt quasi, habt ihr noch so einen kleinen Einblick und könnt das vielleicht besser beurteilen, ob euch das gefallen wird oder nicht. Ich finde, hier ist es wirklich ganz gut verpackt in diese Ironie, in diesen Sarkasmus, der aber halt gleichzeitig auch diese Grausamkeit und Traurigkeit ausdrückt. Und ich finde, das hat der Gavin Extens wirklich sehr, sehr gut gemacht in diesem Buch. Die wohnen halt in einem kleinen Dorf in England und die Leute kennen sich natürlich alle untereinander und jeder weiß über jeden drei Dinge, aber eigentlich weiß niemand über den anderen irgendwas. Es ist halt immer dieses Äußerliche, diese Oberflächlichkeit. Genau, das war das. Und dann habe ich noch eine kürzere Stelle, ein kleines Gespräch zwischen Alex und Mr. Patterson. Und zwar geht es darum, dass Alex eine Frage gestellt hat, die ja ein bisschen unglücklich war und ihm ist es ein bisschen peinlich und er will halt ablenken und greift sich einfach wahllos ein Buch aus dem Bücherregal von Mr. Patterson und ihm fällt da eins in die Hände, was ihn irgendwie ein bisschen, was ihn eigentlich noch mehr in Verlegenheit bringt. Und zwar: Unglücklicherweise sahen sich meine Hände und Augen mit drei Paar Brüsten an drei fast völlig nackten Frauen konfrontiert. Die Frauen trugen sehr knappe, weiße, durchsichtige Gewänder. Ich nahm die Farbe von roter Bete an. Meine Mutter hatte mir stets versichert, dass an der nackten menschlichen Gestalt nichts Peinliches oder Furchterregendes sei. Aber ich war mir da nicht so sicher. Man konnte ihre Nippel sehen. Ich richtete meine Augen etwa 10 Zentimeter nördlich. Das Buch hieß »Die Sirenen des Titan«. Es war eins von Mr. Pattersons Kurt Vonnegut-Büchern, das ich aus dem dritten Fach des Regals gezogen hatte, wo mindestens noch 15 oder 20 andere standen, alle ordentlich nebeneinander. »Das ist ein komischer Titel für ein Buch«, sagte ich und schluckte den Kloß im Hals herunter. »Werden diese Frauen verhaftet?« Mr. Patterson erklärte, er hätte in drei Teufelsnamen keine Ahnung, wovon ich spräche. »Sie haben nicht viel an«, stellte ich klar. »Na und?«, sagte er ratlos. »Ich dachte, die Sirenen würden deswegen heulen.« Mr. Patterson runzelte die Stirn. »Ich glaube, man wird verhaftet, wenn man in der Öffentlichkeit nicht genug anhat.« Mr. Patterson schien ein Licht aufzugehen. »Nein, Junge, keine Polizeisirenen. Sirenen wie bei Homer.« »Simpson?«, fragte ich verwirrt. »Die Odyssee.« Ich schaute ihn verständnislos an. Irgendwann, vor etwa einer halben Minute, hatten wir aufgehört, dieselbe Sprache zu sprechen. Ja, diese Stelle ist einfach so, das ist so typisch Alex. Ich finde die Stelle so niedlich und irgendwie so lustig, weil Alex halt, ich weiß nicht, wie alt er hier gerade ist, also 12 vielleicht oder vielleicht auch schon 13. Jedenfalls ist er halt so arglos, so naiv und das ist so niedlich. Also wisst ihr, was ich meine? Das ist irgendwie so eine typische Stelle, die Alex irgendwie beschreibt, weil er halt, er ist zwar super intelligent, aber trotzdem weiß er natürlich nicht alles, schon gar nicht in dem Alter. Und das ist einfach so niedlich, wie er dann versucht, Sachen zu kombinieren in seinem, weil er versucht immer logisch zu denken und wie er dann versucht, das zu kombinieren. Und das ist wirklich so total arglos und naiv und unschuldig. Und das ist so niedlich und es ist halt auch so sympathisch. Das ist irgendwie das, was Alex so total ausmacht. Und das mag ich halt sehr an dem Buch. Und ja, solche Gespräche kommen halt noch des Öfteren vor zwischen Mr. Patterson und Alex. Die beiden lernen sich, wie gesagt, schätzen und Alex gründet dann auch einen Buchclub, um Mr. Patterson ein bisschen mehr ins soziale Leben zu holen, denn er sagt, wenn sich 9 Leute bereit erklären, diesem Buchclub beizutreten, dann findet es bei Mr. Patterson zu Hause statt. Und ich habe ja gerade diesen Autor erwähnt, Kurt Vonnegut, ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht, aber den gibt es wirklich und die Bücher gibt es auch wirklich. Und davon ist halt Mr. Patterson Fan und er hat da, wie gesagt, 20 Bände zu Hause. Und in dem Buchclub lesen sie innerhalb ungefähr eines Jahres alle Bände, also quasi jeden Monat ein, ich glaube in 16 Monaten.
oder so ähnlich war das jedenfalls. Und ja, diese Bücher sind halt sehr, teilweise sehr absurd. Die drehen sich um Wissenschaft, Astronomie und Physik und sowas. Halt alles, was ja auch den Alex total interessiert. Es ist halt auch teilweise ein sehr wissenschaftliches Buch irgendwie. Man lernt viele neue Sachen kennen, den Unterschied zwischen Meteoren und Meteoriten und Asteroiden und lauter solchen Sachen. Und weil Alex halt total begeistert von sowas ist. Und das ist irgendwie auch spannend an dem Buch, weil da noch so eine ganz andere Facette reinkommt, die man sonst in so Romanen eigentlich kaum findet. Und ich meine, ich interessiere mich jetzt nicht ultra für Physik oder so, aber es ist halt irgendwie spannend, wie es erzählt wird. Und Alex begeistert sich halt dafür und hat halt auch in Mr. Patterson in gewisser Weise jemanden gefunden, der sich dafür interessiert. Und er erklärt dann Mr. Patterson immer so ein bisschen die Welt, obwohl da ja dieser riesige Altersunterschied zwischen den beiden ist. Aber es entwickelt sich halt wirklich eine Freundschaft und eine Vertrauensbasis. Und es behandelt, wie gesagt, am Ende eine sehr ernste Thematik, die aber trotz allem nicht, ja, nicht so rührselig ist. Ich muss sagen, mir sind am Ende schon ein, zwei Tränen gekommen und ich fand es auch traurig, aber es ist halt wirklich nicht so verkitscht dargestellt. Es ist nicht verkitscht, es ist nicht rührselig, es ist irgendwie straight, wenn ihr wisst, was ich meine. Und das gefällt mir an dem Buch. Also, es weckt Emotionen, aber es ist halt jetzt nicht so total kitschig und ja, gefühlsduselig. Und das finde ich ziemlich schön. Und ich habe hier noch eine Stelle rausgesucht, die, finde ich, dieses Buch irgendwie beschreibt. Und zwar ist das ja eigentlich bezogen auf diese Kurt Vonnegut-Bücher. Und es ist auch ein Zitat aus einem Kurt Vonnegut-Buch, was halt Alex wiedergibt. Und ich finde und ich denke vielleicht auch, dass der Gavin Extens das eingebaut hat, um auch so ein bisschen sein eigenes Buch zu beschreiben. Denn ich finde, das gibt das Ganze eigentlich gut wieder. Und zwar lese ich euch das mal kurz vor. Nachdem ich es dieses Mal viel langsamer gelesen habe, muss ich sagen, dass sich mein ursprünglicher Eindruck etwas gewandelt hat. Ich glaube, ich habe etwas begriffen, was ich natürlich schon längst hätte wissen sollen. Bei Vonnegut darf man keine Form von Respektlosigkeit wörtlich nehmen. Je lustiger der Scherz, je unbeschwerter der Ansatz, desto ernster ist der Hintergrund. Er schreibt es sogar mehrmals selbst, glaube ich. Gelächter, Geringschätzung, Absurdität. Diese Dinge sind oft in tiefer Verzweiflung verwurzelt. Und ich finde, das passt sehr, sehr, sehr gut auf dieses Buch. Vor allen Dingen das mit dem, je lustiger der Scherz, je unbeschwerter der Ansatz, desto ernster ist der Hintergrund. Und genau das trifft auf dieses Buch zu. Es hat einen sehr, sehr ernsten Hintergrund, aber alles ist verpackt in eine sehr humorvolle Sprache, in eine toll zu lesende Geschichte. Und das hat mich an diesem Buch wirklich fasziniert. Ich finde, es ist ein sehr, sehr einzigartiges Buch. Es ist wirklich irgendwie eins der, ja, schon, eigentlich würde ich fast sagen, es ist bisher das einzigartigste Buch irgendwie von der Geschichte her, das ich bisher gelesen habe. Nicht nur von der Geschichte, auch von der Sprache. Es ist auch garantiert nicht das letzte Mal, dass ich dieses Buch gelesen habe, denn ich glaube, man kann das auch zwei, drei, vier Mal lesen, ohne sich zu langweilen und man wird immer wieder irgendwas Neues in diesem Buch entdecken. Und ich bin wirklich sehr, sehr begeistert und deswegen bekommt dieses Buch von mir 5 Erdbeeren, die es auch wirklich, wirklich verdient hat. Ich finde es unglaublich toll. Es werden so viele Aspekte miteinander vermengt. Es geht um Freundschaft, es geht um Leben und Tod, es geht um, ja, also es geht halt darum, dass man die Leute so nehmen soll, wie sie sind, dass man nicht nur auf Oberflächlichkeiten achten soll, sondern auch gucken soll, was dahinter steckt, dass man eben nicht alles über eine Person weiß und halt nur die oberflächlichen Seiten von ihm kennt und ihn deswegen aber noch lange nicht be- oder verurteilen kann. Und es zeigt halt auch die Grausamkeit von Kindern zum Beispiel. Wenn man sich jetzt mal vor Augen führt, wie Kinder wirklich eigentlich sind und wie grausam die sein können, dann ist das schon krass. Und es geht in dem Buch auch darum, ja, mutig zu sein, würde ich sagen. Es geht wirklich auch darum, seine Ängste zu überwinden. Und ich finde, und dann halt noch dieser wissenschaftliche Teil, der damit drin vermengt ist, es ist halt wirklich so eine schöne Geschichte, die halt wirklich so viele Aspekte ineinander greifen lässt, wie so ganz viele kleine Zahnräder, dass ich euch das unbedingt nur ans Herz legen kann. Ich finde es total toll. Ich bin so glücklich, dass ich das bekommen habe. Ich hätte es mir irgendwann auch gekauft, aber ich weiß halt nicht wann, weil auf meiner Wunschliste stehen so viele Bücher und wahrscheinlich hätte ich das, weiß ich nicht, erst in 2 Jahren oder so gekauft und gelesen und da wäre mir wirklich ein sehr, sehr großer Schatz durch die Lappen gegangen in der Zeit. Und ja, ich kann es euch nur empfehlen. Es ist ein sehr, sehr, sehr schönes Buch, was ihr unbedingt lesen müsst. Ich habe ja wieder in mein Reading Journal geschrieben und guck mal ganz kurz, ob hier noch was anderes steht. Genau, ich habe angefangen am 29.03. ja, und habe es erst heute beendet. Heute ist der 2.05. Ich weiß, ziemlich lange, aber
Ich lasse mich A immer ablenken vom Lesen und B hatte ich auch nicht so viel Zeit, weil ich so viele Belege für die Uni schreiben musste und so. Und ja, das war ein bisschen schwierig. Ich habe hier noch geschrieben, ja, wozu es mich inspiriert hat, was ich daraus gelernt habe. Natürlich, dass man Menschen, die anders sind, nicht verurteilen soll und dass man halt mal hinter die Fassade blicken soll und nicht nur auf das Äußere sozusagen. Und dass man Menschen respektieren sollte, auch wenn sie anders sind. Dann habe ich noch, tu das, was du für richtig hältst, denn das ist auch ein großer Aspekt, ein moralischer Aspekt, der in diesem Buch angesprochen wird, dass man sich nicht von äußeren Einflüssen ja, beeinträchtigen lassen soll, sondern wirklich das machen soll, egal was es für Konsequenzen hat, aber das machen soll, was man selber für richtig hält, was man moralisch für vertretbar hält. Das finde ich auch ein sehr wichtiger Aspekt in diesem Buch. Und dann habe ich noch geschrieben, ein Freund schreibt dir nicht vor, was deine Entscheidung ist, der akzeptiert sie. Denn darum geht es auch in diesem Buch, dass man jemanden nicht vorschreiben kann, was er zu tun und zu lassen hat und dass man jemanden nicht vorschreiben kann, was das Beste für ihn ist, sondern dass man ihn selbst die Entscheidung treffen lassen muss und diese dann noch akzeptieren sollte und ja, ihn in dem Vorhaben auch unterstützen muss. Das fand ich auch ein sehr wichtiger Aspekt. Ah ja, hier habe ich noch zwei ganz niedliche Zitate. Das ist auch wieder sowas, was zeigt, wie, ja, wie arglos halt der kleine Alex ist. Da war er, glaube ich, auch so 10, 11, 12, als er das gesagt hat. Und zwar hat er gesagt, er musste immer Briefe schreiben für den, also als Strafaufgabe quasi hat der Mr. Patterson ihn immer Aufgaben erledigen lassen. Und zwar hat er ihn immer Briefe schreiben lassen, also in seinem Namen quasi, er hat das zitiert. Und Alex beschreibt das so. Er, Herr Patterson, war in einem besonderen Briefclub. Mr. Pattersons Briefclub hieß Amnesty International. Das ist so niedlich. Er war in einem besonderen Briefclub und dann Amnesty International, weil das ist ja wieder, das ist halt wieder so total naiv. Okay. So, und dann habe ich noch, also das muss man eigentlich geschrieben sehen, weil das geschrieben so lustig aussieht. Er legte Musik auf. Es war, so erklärte er mir, ein Schubart-Quintett. Also Schubert, ne? Aber geschrieben wie Schuh mit H minus Bart. Wie der Bart Quintett. Das muss man einfach vor Augen sehen, weil es einfach so total süß, naiv und lustig ist. Und ja, das soll meine Rezi gewesen sein zu diesem tollen Buch. Ist wieder wahrscheinlich total lang geworden, weil ich immer so viel labere. Aber ich lege es euch unbedingt ans Herz. Ihr müsst es lesen. Es ist so, 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 so toll, das Buch. Ich liebe es und ich werde es garantiert noch zwei, dreimal lesen. Und ja, das war's dazu. Wenn ihr es schon gelesen habt, interessiert mich unglaublich doll eure Meinung. Was sagt ihr dazu? Fandet ihr das auch so toll und so packend und so ungewöhnlich wie ich? Ich liebe ja sowieso auch so Titel, die so ungewöhnlich sind. Und der Titel Das unerhörte Leben des Alex Woods oder Warum das Universum keinen Plan hat, ist einfach wieder so ein Titel. Da richtet sich all meine Aufmerksamkeit darauf. Ich liebe solche ungewöhnlichen Titel und deswegen, ja. Ich liebe das Buch, lest es unbedingt und sagt mir eure Meinung dazu. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und wir sehen uns. Bis dann!